Die Umgebung, ihr Lieben, passt sich heute unserem Thema an. Herzlich willkommen im Schlosshotel Berlin bei Patrick Hellmann. Wir sitzen hier mit äußerst prominenten Gästen. Zum einen habe ich Tanja May mal wieder eingeladen, zum zweiten Mal. Stellvertretende Chefredakteurin der Bunte und den ausgewiesenen Klatsch- und Tratsch-Experten Ralf Morgenstern, Kabarettist, Musiker, Schauspieler, Moderator, also eigentlich ein Talent auf zwei Storchenbeinen, ja, muss man sagen. Ja, oder die längsten Beine der Welt. Doch, Nadja Auermann, Nadja Auermann hast du geschlagen. Nadja Auermann habe ich geschlagen. Warum sind wir hier? Wir haben ein sehr schönes Thema vorbereitet, nämlich eine Royal-Spezialausgabe. Wir reden über Königs, ja, und haben natürlich einen High-Tea dazu bestellt. Deshalb liegt das Thema sehr nah. Wir sprechen über das englische Königshaus, die Windsors, die Mountbattens. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Doch The Crown ist in aller Munde. Die Serie, die Netflix-Serie, hast du sie schon gesehen? Ich habe die ersten drei Staffeln gesehen und die vierte spare ich mir jetzt noch auf, weil ich brauche ein Wochenende Zeit. Also ich will das ja dann gerne so an einem Rutsch durchgucken. Ich auch. Und bin aber jetzt, jedes Wochenende ist irgendwie was. Also ich giere danach. Also ich habe schon fast die vierte Staffel durch, muss ich sagen. Ja, ich mache keinen Spoiler, okay? Ich sage aber nachher doch, wir können ja, also ja. Das ist mir egal, ich muss das selber gucken. Ja. Man liest ja auch jetzt die ganzen Tage schon, um was es genau geht. Natürlich Lady Diana kommt dazu, das ist ganz klar. Und, aber Crown, großer Fan, also ganz klar. Das wäre ich auch, also wobei ich ehrlich sagen muss, von der ersten Staffel, ja, danach mit den Umbesetzungen komme ich nicht so klar. Dauert einen Moment. Ja, ich bin da ja durch. Und ich liebe Helena Bonham Carter. Ach, ich finde toll. Geht mir genauso. Völlig fehlbesetzt. Aber Prinzessin Margaret hat mal ein anderes Bild vor Augen. Also ich habe da auch ein Problem mit, muss ich sagen, mit der Besetzung. Das finde ich gar nicht so schlimm. Doch, ich finde nur die Demontage so scheiße. Also das gab es ja vorher nicht. Welche Art von Demontage meinst du? Die Demontage, also weil Helena Bonham Carter... wofür sie ja im Endeffekt nichts kann. Es gibt ja eine Regie, es gibt ein Buch und so weiter und es gibt eine Ausstattung und das alles. Also das ist ja nicht nur Helena Bonham Carter. Aber ich bin großer Fan von ihr, aber das finde ich falsch. Ich finde das leider falsch und ich finde auch die Queen nicht gut besetzt. Aber, weil das so das ist eine kabarettistische Herangehensweise, wie Frau Carter spielt. Und das finde ich falsch. Das passte in der ersten Staffel auf jeden Fall besser, bin ich dabei. Ja. Also mir ist in der ersten Staffel Queen Mum ist ja auch eine andere Figur oder so, ja, anders besetzt. Das finde ich nicht so schlimm. Aber Helena Bonham Carter macht da eine Persiflage draus und das finde ich falsch. Du meinst, sie ist ein bisschen drüber? Ja, ein bisschen. Die ist nur drüber. Ja. Was ich, wenn ich das da rausnehme, finde ich das toll. Ja. Was die da macht und was die sich traut und so, dass die chargiert und haut da auf den Putz und so. Das finde ich persönlich natürlich sehr schön. Ich finde es aber für die Serie falsch und es tut mir leid. Also das muss ich sagen. Okay, also die Serie, das weiß man ja auch, da sind ja einige fiktionale Elemente mit drin, die so historisch gar nicht stattgefunden haben. Deshalb lass uns doch lieber über die echten Königs sprechen. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich dazu sagen muss, Tanja May, du machst das hauptberuflich als stellvertretende Chefredakteurin der Bunte nicht so mit den Royals, sondern du hast ja eigentlich People eher, ne? Genau, ich habe die harten Geschichten, also ich mache ja viele Trennungen und Gerichtsreportage, natürlich auch Interviews, aber ich bin, seit ich ein Kind bin, kompletter Royal-Fan. Und ich weiß, ich bin in die, wir hatten bei uns im Ort, wo ich herkomme, hatten wir eine Bücherei, wo man immer freitags hingehen konnte, durfte sich Bücher ausleihen. Und es gab ein Bildband und da waren ja die ganzen Königs, die wir heute kennen, also ich sag mal Victoria von Schweden, dann die Holländer, also all diese Kronprinzen, die man so kennt, oder die jungen Königs, waren ja damals noch Kinder. Und dieses Bildband, ich habe es freitags mir ausgeliehen, habe es dann wieder zurückgebracht und habe es 2 Wochen später wieder ausgeliehen. Waren aber immer nur Bilder oder war auch Text dabei? Waren auch Text, aber ich habe das geliebt, mir diese Fotos anzugucken. Ja. Und die Windsors, muss ich sagen, Queen Elizabeth ist meine absolute Lieblings, Königin und überhaupt. Also ich bin weltgrößter Fan von ihr. Ich bin ein bisschen weiter da so aufgestellt. Es ist eine meiner Liebsten, weil wir so viel von denen wissen. Glauben zu wissen. Naja, wir wissen schon sehr viel. Ja. Also das offizielle Leben ist ja sehr gläsern. Und zwar
ist es damals, war das die erste königliche Familie, die das Fernsehen ins Haus geholt hat. Ja. Und das hat Prinz Philipp damals initiiert, aber auch mit seiner Hochzeit, Frau, ne? Zusammen. Die Hochzeit und die Krönung war das, ich glaube, bis heute das meistgesehene Fernsehevent überhaupt. Und selbst wenn die das heute hochrechnen oder so. Und sie wollten volksnah werden, das war der Grund. Ne? Sie wollten so ein bisschen das Volk in den Palast blicken lassen. Das und das haben sie natürlich gründlich unterschätzt. Ja. Und da arbeiten sie ja jetzt noch dran. Ja, das ist die Frage, ob sie das erfolgreich tun. Was denkst du? Aber die Königin, ich finde halt, das ist so Beständigkeit. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass die irgendwann mal nicht mehr da ist. Also die Königin ist immer da und ich finde auch die Farben, die sie trägt. Ich meine, die Frau wird 95 nächstes Jahr. Ja. Und ich finde, sie sieht fantastisch aus und sie trägt, also die Welt ist grau und trist und sie trägt einfach ganz bewusst ja ihre bunten Farben und das ist ja auch, hat ja auch Sinn. Also sie soll immer der Hingucker sein. Genau. Dass alle neben ihr verblassen. Das ist auch gut. Nein, nicht, dass sie verblassen, sondern dass sie immer gefunden wird von der Security. Dass sie immer wissen, wo sie ist und sie immer sie im Bild haben und sie immer auffällt. Und es ist einfacher, die zu überwachen. Genau. Ja. Ist das wirklich der Grund? Ja, das ist nicht der Grund. Nein, das ist so. Und sie hat, es ist ein deutscher Couturier, der das immer noch für sie macht. Ne? Der ist auch 103 und also ist vielleicht 2 Jahre älter als sie, macht das aber noch. Ja. Diese Kleine. Hüte hat sie mal abgegeben, das macht jetzt auch Philip Tracy, der die ganze König, der hat ja diesen super Job sich an Land gezogen, die ganze königliche Familie auszustatten, hat mit Grace Jones angefangen praktisch und macht jetzt die königliche Familie. Also, die meisten Hüte, nicht alle. Die Hüte sind ja Fascinator, ne? Die ganz vor allem. Fascinator. Diese Fascinator, da sind ja Kreationen dabei, da muss man ja schreiend wegrennen. Also ich finde das manchmal ganz schlimm. Wer war das? Eugenie, die diese komischen Bocken. Ja, das ist alles, das ist alles. Man muss es tragen können. Man muss es tragen können, man muss das Gesicht haben dazu. Ich bewundere die auch, aber sie tragen es mit Stil, finde ich. Ja. Ja, du kannst das auch nur mit Restwürde irgendwie verantworten. Nein, das ist natürlich auch Geschmackssache, klar. Aber es gehört ja zum guten Ton, die Hüte zu tragen. Und manche Leute beweisen eben nicht so viel Geschmack und andere haben mehr Geschmack. Ich meine, selbst Queen Elizabeth II. Hat manchmal Dinge am Kopf, wo ich auch denke, okay, gut, da hat sie dann auch gesagt, gut, nehme ich, passt zum Kleid. Aber kommen wir lieber mal zu den inhaltlichen Sachen. Muss ich dir widersprechen? Ich finde, dass es immer ganz harmonisch ist, wie sie aussieht. Das stimmt. Dass es passt. Aber es passt. Ja. Aber es ist manchmal nicht schön. Aber es passt zu ihr, finde ich. Also sie verkleidet sich nicht. Also man merkt schon, sie ist ich bin wirklich Fan von ihr. Aber kommen wir zu der Beständigkeit, da hast du ja ein schönes Schlagwort geliefert, dass die Faszination dieser Königshäuser oder insbesondere auch des englischen Königshauses eben darin besteht, dass man denkt, es kann passieren auf der Welt, was passiert, die bleiben. Mhm. Oder das ist das Einzige, wo man sagen kann, diese Monarchie gibt uns das Gefühl, dass irgendetwas nicht vergänglich ist. Mhm. Wobei das ja natürlich auch Quatsch ist. Es sterben ja auch Leute in deren Umfeld. Ne? Aber es gibt Mut, ne, dass es weitergeht. Das ist natürlich, was die sich auf die Fahnen schreiben. Also es ist ja nicht wirklich mehr eine Regierung, aber es ist die Repräsentation eines Lebensstils eines Landes oder eben auch immer noch Commonwealths, also was immer davon übergeblieben ist. Ja. Und das ist ja das, was die königliche Familie macht. Und nur darum geht es und da gehen halt einige Familienmitglieder, gehen dabei zugrunde, die schaffen das eben nicht. Ja, fangen wir direkt bei den beiden an, die jetzt vor kurzem auch in Berlin waren, nämlich Camilla und Charles. Mhm. Er zu seinem 72. Geburtstag beim Volkstrauertag, er hat einen Kranz niedergelegt, hat sogar eine deutsche Rede gehalten. Also er spricht Deutsch. Hat ja einen deutschen Vater. Genau, ja. Das macht er auch ganz gut, finde ich. Mit zauberhaftem englischen steife Lippenakzent, das gefällt mir ganz gut. Was denkt ihr über Charles und Camilla? Sind die jetzt in Frieden oder hängt da immer noch was hinterher? Was denkst du? Ich glaube, dass die perfekt zueinander passen. Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich das perfekte Match. Und
wenn man mal bedenkt, wie das angefangen hat, also das war ja von Anfang an schon Liebe, aber sie hatte natürlich ja ein Umfeld oder sie hatte halt schon ein Vorleben und das machte es ja für die, also das war ja der Grund, warum die beiden nicht heiraten durften. Das wäre heute wahrscheinlich auch anders. Also sie hatte ja schon einen Freund gehabt und sie war jetzt auch keine Jungfrau mehr, heißt es. Das war auch bekannt. Genau, sie hatte ja Freunde, also sie hatte Partnerschaften und das war der Grund, warum sie und Charles nicht heiraten durften. Weil er wusste ja, das ist die Frau, die ich heiraten will. Und er wurde ja weggeschickt. Er wurde weggeschickt und die Königin Mutter, also die alte Königin, die Mutter von Queen Mom, hat die Gin-Freundin, ne? Genau, hat alles dafür gegeben, dass die nicht zusammenkommen. Ich finde das so schön bei den beiden, dass es ja dann doch, die Liebe siegt ja dann doch. Und ich glaube, dass die wirklich glücklich sind. Das glaube ich auch. Also wenn man die sieht. Ja. Ich finde das erstmal schön. Also Camilla Rosemary Shand war kein Kind der Traurigkeit, kein Kind von Traurigkeit. Und die sind ja auch noch verwandt. Das war jetzt auch so eine Sache. Die haben die gleichen Urgroßväter. Nein, das wusste ich nicht. Ja. Camilla Shand ist eine Nachfahrin von Alice Keppel, das war die offiziell Geliebte von George dem VII. So, danke. So kamen die auch zusammen, Charles und Camilla. Genau, und das war dann, irgendwann trafen die aufeinander und sagten, wir haben den gleichen Großvater. Und das fanden die als Jugendliche, fanden die das ganz großartig. Und sie ist halt die Nachfahrin einer Unehe, also nicht unehelich, aber eben so nicht so ganz richtig, aber adelig. Und darüber, das fanden die beide gut. Sie ist ein Jahr älter als er. Sie hat, wie man sieht, die Hosen an. Und die beiden, es ist doch auch heimlich schön, wenn da so eine Liebe wieder aufnimmt, dass das dann sich auch so gefügt hat. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass das Prinzessin Diana oder Lady Di danach gestorben ist, nach der Scheidung. Das da kann sie ja wirklich nichts für. Und da kann sie nicht für. Ja. Aber es ist natürlich, kommt jetzt, haben die gerade durch The Crown, da sind wir wieder, ja wirklich die Hölle wieder da. Ja, das ist ganz schlimm. Camilla kriegt Todesdrohungen und sowas. Die Hölle durch diese Serie. Dabei haben sie, während, das ist auch in The Crown übrigens korrekt dargestellt, aber du kannst mich korrigieren, falls es doch nicht stimmt, dass Prinz Charles mit Camilla während der Ehe mit Lady Di, also während der ersten 5 Jahre der Ehe, keinen Kontakt mehr mit ihr hatte. Genau. Mit Camilla. So viel ich weiß auch. Ja, gut, sie war ja auch verheiratet, sie hat auch Kinder, also sie hat ja dann auch ihr Leben gehabt. Mhm. Ja. Aber es gibt ja dieses Armband, was Fred and er hat ihr Gildes oder so ähnlich. Kurz vor der Hochzeit mit Lady Diana hat er ein Armband anfertigen lassen und hat die Initialen, ihr Spitznamen für sich und Camilla anfertigen. Ach so, du bist verrückt, ja. Aber das war ja auch vorher. Ja, das war vor der Ehe, aber sie trug dieses Armband immer. Also auch als er mit Diana verheiratet war, hatte sie ja dieses Armband an. Und sie mit Parker Bowles verheiratet war und dann auch Kinder bekommen hat. Also die waren schon, ich glaube vom Herzen her waren die immer verbunden. Aber natürlich, jeder versucht eben dieses Leben dann für sich zu führen, aber sie waren halt nicht glücklich. Na, du hast ja auch dieses ganze Königshaus hinter dir, das ist ja furchtbar. Also das hast du hinter dir und manchmal hast du es eben auch im Buckel. Und das ist natürlich so, dass du, und er wusste, er wird Thronfolger. Da ist das ja nochmal eine andere Geschichte als damals mit Princess Margaret. Die hat dann einfach gemacht, was sie wollte. Die konnte aber auch machen, was sie wollte. Man hat sie machen lassen. Aber das ging bei Prinz Charles natürlich nicht. Ja. Aber jetzt so ein royaler Lebensstil, die Regeln am Hof und so weiter fordern ihre Opfer. Du hattest es vorhin schon angedeutet. Und ist Diana wirklich ein klassisches Opfer oder ist sie auch Mittäterin in dem ganzen Trennungswahn? Naja, auf jeden Fall ist sie Mittäterin. Also, ich sehe sie immer eher als Opfer, muss ich sagen. Naja, sie war mal Opfer, aber die Frau ist ja auch älter geworden und hat ja auch mitgespielt und etwas besser mitgespielt als ihre unselige Schwägerin, die York, die dann ihre Kinder für den Titel abgegeben hat. Und welche York, entschuldige? Die Frau von Fergie, Andrew. Ja. Was hat die gemacht mit Kindern? Naja, die ist ja nicht so glanzvoll aus dieser Geschichte raus, weil sie, also Diana hat gesagt, ich möchte meine Kinder behalten, ihr könnt euren Titel, könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ja. Aber Fergie hat gesagt, nee, ich nehme den Titel, ihr könnt die Kinder haben. Also, das wusste ich gar nicht.
Ist ja schlimm. Und Diana, ja, also da bin ich voll bei Ralf. Diana hat natürlich ganz genau gewusst, wie das alles funktioniert. Also das hat sie bis dahin eben gelernt. Ja. Das hatte sie ja gelernt. Also wenn sie was gelernt hatte, dann war das. Sie hat ja gespielt auch mit den Fotografen. Ja. Und sie hat ja genau, also das heißt ja auch, dass sie natürlich auch vorher hat kundtun lassen, wo sie hingeht, damit dann eben auch genug Fotografen vor Ort sind und das alles festhalten können. Ja, aber die Ursache dessen ist doch eigentlich das persönliche Unglück Dianas gewesen. Dass sie eben so wenig Liebe von ihrem Mann bekommen hat und wusste, dass ihr Mann eigentlich jemand anders liebt. Das und wusste sie nicht von vornherein. Nee, ne? Das kam im Laufe der Jahre erst. Das wusste war das sie alles in Butter, ja? Sie war nicht, sie ist nicht als Opfer engagiert worden. Das ist nachher so dargestellt worden. Aber sie war natürlich sehr jung. Sie war 19. Kleine, eben, sie war die kleine Kindergärtnerin. Ja. Sie kam vom Land, war sehr behütet. Aber sie kam natürlich aus dieser Upper Class in London. Genau. Also das schon. Also ja, sie war schon natürlich ein Mitglied dieser Gesellschaftsklasse. Deswegen hat man sie ja quasi auch in die engere Wahl genommen. Also sie wusste schon, wie das alles so läuft. Und sie ist jetzt niemand, die irgendwie aus dem Bedienstetenstall nach oben gekommen ist, sondern sie ist so aufgewachsen. Ja. Aber natürlich, sie war 19. Mhm. Ja. Und hatte natürlich in der Königsfamilie, was das im Endeffekt alles bedeutet, nicht so überschaut. Ja. Aber sie hat im Laufe der Zeit, sie hatte ja die besten Lehrmeister, sie ist von Queen Mum gecoacht worden ihr Leben lang. Und da hat sie mit Sicherheit ziemlich viel gelernt. Das glaube ich auch. Und hat daraus nachher Kapital geschlagen. Und irgendjemand hat ihr dann gesagt, pass mal auf, du musst jetzt mal, ergeh dich in Charity. Und daraus wurde dann die Prinzessin der Herzen. Das hat sie sehr clever gemacht. Ja, aber dieser berühmte Blick. Ne? Der berühmte Blick. Den sie hat ich die Augenbrauen. Vom Spiegel. Kann's nicht. Aber sie hat ihre Augenbrauen so geschminkt und auch die Augen. Ja. Also das war natürlich, dann hatte sie sehr berühmte Fotografen. Gut, das hat die Königsfamilie immer gehabt. Manche waren mit welchen gut, das war der Ex-Mann von Prinzessin Margaret. Genau. Ja. Dodd Snowden. Ja. Ist ja der Haus- und Hoffotograf des Königshauses. Und dann kam das schlimme Interview. Wo sie, es gab ganz viele schlimme Interviews. Ja, aber das Schlimmste war ja, als sie dann sagte, ja, ich führe eine Ehe zu dritt. Es ist etwas so, überfüllt. Das, genau. Es ist etwas überfüllt in unserer Ehe. Und da wird ja im Moment auch recherchiert, dass sie da einem Betrug aufgesessen ist, beziehungsweise ihr Bruder. Na, Prinz William, also ihr eigener Sohn, möchte ja jetzt, 23 Jahre nach ihrem Tod, dass eben die genauen Umstände nochmal genau untersucht werden sollen. Auch vor Gericht. Also das ist schon... Wegen der Scheidung. Na, auch die Todesumstände. Die Todesumstände, ja, da sind sie aber schon ganz lange dran. Aber da sind wir ja auch wieder bei Crown, weil jetzt auch mit Lady Diana, die eben jetzt dazukommt in die Serie. Und der aktuelle Anlass eben jetzt, dass Prinz William sich sogar einmischt und sagt, und das ist ja auch ein einmaliger Vorgang, dass er das kommentiert und dass das Königshaus das kommentiert. Also auch lange Jahre nach dem Tod von Diana ist sie ja nach wie vor Mitglied dieser Familie. Das darf man nicht unterschätzen. Sie ist Mitglied der Familie, natürlich. Es geht darum, dass dass Frankreich einfach ganz andere medizinische Gesetze hat als zum Beispiel Deutschland oder England. In Frankreich werden immer alle auch schwerst verletzt verunfallten Menschen am Unfallort stabilisiert. Das macht man in Deutschland nicht mehr. In Deutschland kommen die sofort in die Krankenhäuser. Und dadurch, weil sie bei ihr, weil sie sie stabilisiert haben und nicht diesen Riss der Hauptschlagader gesehen haben und die inneren Verletzungen nicht gesehen haben und sie mit ihr gesprochen haben. Sie haben ja, die war ansprechbar, sie haben mit ihr gesprochen, da haben sie erst die anderen versorgt. Ah, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, die würden sich... Nein, sie war ansprechbar. Ach, weil sie ansprechbar war, haben die gedacht, auch die... Genau, ist alles so schlimm, gut, ist nicht so schlimm, brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht zu stabilisieren und haben sich auf den Leibwächter kapriziert. Die anderen beiden waren ja tot. Und dadurch ist da viel verschleppt worden und die ist dann erst im Krankenwagen ohnmächtig geworden und dann im Krankenhaus zu spät behandelt worden. Also das weiß man ja alles. Ich glaube, William möchte aber nochmal, und das finde ich auch komisch, ich glaube, er möchte gerne nochmal die Presse damit reinnehmen, was war da. Ist auch eine sehr gefährliche Geschichte, glaube ich, für die Öffentlichkeit. Ich weiß es nicht, ob man da... Wieso ist das für die Öffentlichkeit eine gefährliche Geschichte? Die Presse verantwortlich zu machen jetzt für diesen Unfall, für den Tod und die Umstände, warum war der Fahrer betrunken und ich...
Ja, aber ich meine, der meine Fahrer Mutter war betrunken, ist tot. Weil er sich betrunken hat. Aber das zeigt oder? Ja, dass die Kinder, also vor allem, ich glaube ja auch Prinz Harry, der ja jetzt ein neues Leben angefangen hat. Dem es damit viel schlechter geht. Genau, ja. Prinz William, das ist ja so ein Trauma von den beiden. Also das haben die ja bis heute scheinbar nicht verarbeitet. Ja. Auch dieses Verhältnis mit Paparazzi, mit Fotografen. Prinz William hat ja auch vor ein paar Jahren mal zugegeben, dass er in Therapie war, Prinz Harry auch. Mhm. Und mir tun die eigentlich leid, die beiden, weil man fragt sich natürlich, hatten die denn die Möglichkeiten, diesen Tod der Mutter auch wirklich so zu verarbeiten, wie das Kindern zugestanden hat? Und wenn du jetzt siehst, wie die sich heute verhalten oder auch Prinz William jetzt eben nochmal diese Todesumstände aufarbeiten lassen will, scheint es ja nach wie vor ein Thema zu sein, was ihn beschäftigt. Mit Sicherheit, das glaube ich auch, das sei ihm ja auch zugestanden, aber ich muss ehrlich sagen, dieses Schicksal haben auch viele andere und ich finde, er ist jetzt erwachsen, er soll sich da selber mit beschäftigen. Und ich finde, das muss man nicht in die Öffentlichkeit tun. Meine Mutter in dem Fall, seine Mutter, die ist ja tot, die kann er auch nicht zurückholen. Ja, aber jetzt stehen die natürlich ja so im Fokus der Öffentlichkeit und ich meine, die haben ja die britische Familie, die Königsfamilie hat ja dieses Arrangement getroffen mit der englischen Presse, also vor allem auch nach dem Tod von Lady Diana, dass man eben zum Beispiel auch jetzt die Kinder von William und Kate, dass man diese Kinder jetzt eben nicht dauernd fotografiert. Also da gibt es schon Absprachen mit der Presse und es ist ein Spiel und da halten die sich ja, auch dran. Das der ist Einzige, ja das Spiel, jetzt, genau, was die, das ist aber auch das Spiel, was die selber betreiben. Ja, also aber sie halten sich dran. Es gibt mehr Absprachen wahrscheinlich. Genau. Es gibt viele Absprachen, deswegen wunderte man sich ja auch, dass Prinz Harry und Meghan da eben so ausgeschert sind aus dem ganzen Spiel. Weißt du da ein bisschen mehr über die Gründe dafür? Weil das hieß ja immer irgendwie, ich werde zu schlecht behandelt. Das habe ich so als was Meghan sagte. Was ja. Meghan meinst du? Also ich könnte ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin ja erzähl, wirklich, weil ich finde, das ist auch anders. Das ich ist bin ja weltgrößter Fan gewesen von Meghan Markle, weil ich ja Netflix und Suits geguckt habe, also ihre Serie, und fand sie großartig. Also keine Frau kann Bleistiftröcke so toll tragen wie Meghan Markle. Außer und, dir. Nee, ganz sicher nicht. Nein, aber muss ich wirklich sagen, ich fand sie toll in der Rolle. Und als es dann hieß, Harry dated Meghan, war ich begeistert. Sie haben sich verlobt, ich war begeistert. Und Hochzeit war ich auch noch begeistert. Und dann muss ich sagen, mein Verhältnis ist inzwischen leider sehr abgekühlt zu Meghan. Was ist passiert in deiner Liebe zu Meghan Markle? Ich bin überhaupt kein Fan mehr. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Es wurde ja jetzt vor ein paar Tagen bekannt, dass sie eben diese Fehlgeburt hatte. Das ist natürlich ganz schlimm. Aber schon im Sommer. Im Sommer, aber sie hat es ja jetzt erst, im November hat sie es selbst öffentlich gemacht, deswegen darf man ja auch darüber berichten. Sie hat es eben selbst jetzt in der New York Times ja sehr ausführlich öffentlich gemacht. Aber ich muss sagen, ich glaube einfach, sie ist Amerikanerin und sie hat nicht verstanden, wie dieses britische Königshaus funktioniert. Da gibt es einfach Regeln und die kann auch eine Amerikanerin nicht umschreiben. Ich meine, den besten Mann sich überhaupt geschnappt, sie hat Prinz Harry sich geschnappt und sein Bruder, Prinz William. Ist die Frage, ob das der beste Mann ist? Nein, ich sag ist mal von... Ist die Frage, ob sie sich ihn geschnappt hat? Also, ich glaube ja, aber egal. Nein, okay. Aber ich sag mal, Prinz William ist ja in diesen Regeln drin. Also bei ihm ist das Leben ja vorgeschrieben, er wird eines Tages König werden. Prinz Harry kann ja als Zweitgeborener von Prinz Charles eigentlich sein Leben, natürlich gibt es Regeln, aber er kann ja aus diesen Regeln doch relativ weit ausscheren. Und er und Meghan hätten meiner Meinung nach das beste Leben haben können in England. Die Engländer waren ja begeistert, als bekannt wurde, dass sie eben die künftige Frau wird. Die meisten. Die meisten waren begeistert am Anfang. Aber sie kam, glaube ich, nicht damit zurecht, dass sie eben hinter Kate und William zurücktreten muss. Und sie kam damit nicht zurecht, dass sie eben nicht die Nummer eins ist, sondern dass sie einscheren muss. Und als sie gemerkt hat, sie ist nicht die Nummer 1 und sie wird doch nie die Nummer 1 werden, und dann hat sie ja Angst. Sie wird es nicht werden, ja. Es ist einfach so. Aber es wusste sie doch auch vorher, dass Harry man als... Man geht davon aus. Ich glaube, also, das unterschätzt man aber auch. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass Prinz Harry natürlich die Regeln erklärt hat und auch genau... Ja, nicht nur der. Ja, aber warum sie sich da nicht mit arrangiert hat, ist mir ein Rätsel. Und dann hat sie natürlich jetzt versucht, Prinz Harry von all dem, was ihm ja wichtig war, also sein Bruder, sein Vater, die Familie, sein Freundeskreis, die Jagd, all das, er ist ja groß geworden so, es ist ja all das, was ihn ausmacht, und das hat er alles hinter sich gelassen. Und deswegen glaube ich nicht, dass er in diesem Leben jetzt in Amerika auf Dauer glücklich wird. Nein, das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht, das wäre ihm ja zu wünschen, aber
Es sah ja wohl auch so aus, dass er Harry zerstritten war mit William. Das war diese alte Geschichte, die auch Margaret mit Elisabeth hatte. Und Harry konnte nicht gut zurückstehen hinter seinem Bruder. Ach, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich ja, nicht. Ja, das glaube ich schon, weil das sind die ganzen, die sind so gleich aufgewachsen und plötzlich wird ihm dieser William weggenommen. Und der wird jetzt erzogen als übernächster König. Und da hat sich ja auch noch mal viel getan. Die beiden Jungs wurden ja auch noch mal auseinandergerissen. Ja, aber ich glaube das nicht. Dann, ich glaube, dass die Frauen noch mal nicht gut miteinander kommen. Dann muss man wirklich sagen, der afroamerikanische oder afroamerikanische Hintergrund von Meghan Markle ist nicht von der Hand zu weisen. In der Familie ist es nicht opportun, mit sogenannten Colored People verheiratet zu sein. Und da ist ihr von der Familie sehr viel entgegengeworfen worden. Das weiß ich gar nicht, weil ich meine, du musst gucken, Ralf, bei der Hochzeit, Prinz Charles hat sie zum Altar geführt. Ja. Ich glaube, das macht man nicht, wenn man nicht zufrieden ist mit der Wahl des Sohnes oder wenn man es zumindest nicht respektiert. Und ich glaube, Charles hat da auch keine Probleme mit und Camilla wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt ja Familienmitglieder, die schon gesagt haben, was will denn die jetzt hier? Gut, aber letztendlich, der enge Stamm stand ja hinter ihr. Also ich glaube, sie hätte das glaube wirklich... Das glaube ich eben nicht. Ich glaube schon. Ja? Ja. Nee, und ich glaube auch, dass die Brüder sehr, sehr eng waren bis zur Hochzeit, bis Meghan dann auf der Bildfläche erschienen ist. Da gibt es ja aus England auch diese Geschichte, dass William, was ich auch vollkommen okay fand, wohl zu seinem Bruder gesagt hat, naja, willst du wirklich so schnell heiraten? Willst du nicht einfach nur mal gucken, ob das denn mit euch beiden funktioniert? Mm, und daraufhin, so heißt es aus England, sei Harry dann ausgeflippt und habe seinem Bruder unterstellt, er sei nicht glücklich mit der Wahl seiner künftigen Ehefrau. Weil die waren ja wirklich eng. Also auch mit Kate. Das war ja diese, also William, Kate die und Harry. Die haben sehr eng zusammengearbeitet, ja. Ja, aber ich glaube, die hatten auch Spaß miteinander. Aber ich glaube, der erste Knacks kam auch mit Kate. Also für die beiden Brüder. Dass die sich da so reingefummelt hat in die Familie. Und das ist ja auch eine der nächsten Königinnen auf Europas Thron, die eben nicht adelig ist, außer jetzt Camilla. Die adelig ist, das ist ja noch eine der Schwiegertöchter an Königinnen, die adelig wird oder war, die Königin wird. Und das war, glaube ich, mit der erste Bruch und dass William natürlich sehr viel Zeit mit seiner Frau verbracht hat. Ja, aber William und Kate waren doch schon vorher 8 Jahre zusammen. Ja, glaub, also man konnte sich ja dran gewöhnen. Aber ne? ich glaube, das hat schon was mit den beiden gemacht, weil die ja sehr symbiotisch waren durch diese Ereignisse mit ihrer Mutter und auch dieses, auch wo sie ja auch von ihrer Mutter. Wir waren ja auch viele in der königlichen Familie irgendwo mit Kindermädchen ohne ihre Mutter. Die Zeiten gab es ja auch. Also die beiden Jungs waren ja sehr eng. Und da kommt natürlich, wenn einer seine erste Freundin hat und so, da kommt viel. Und Harry hat ihm ja auch sehr nachgeeifert. Und ich glaube, dass da viel mit zu tun hat. Und dann hat Harry sich natürlich so einen Kracher ausgesucht. Ja, wobei Harry hatte ja immer, also es war ja kein Kind von Traurigkeit. Nein, er hatte ja attraktive Mädels, Chelsea zum Beispiel. Also ich glaube, in dem Punkt bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ja. Also, weil William und Harry und Kate haben ja sogar zusammen gewohnt im Kensington Palace. Ja. Also die hatten ja die Apartments nebeneinander. Und Harry selbst hat ja auch immer gesagt, dass Kate die Schwester ist, die er nie hatte. Also man hatte ja fast manchmal das Gefühl, dass eigentlich Kate und Harry ein Paar sind, weil die sich wirklich gut verstanden haben und ganz, ganz eng waren. Und ich glaube, diese drei haben wirklich gut funktioniert. Also ich glaube, dass es dann mit Meghan schwierig wurde, als sie kam. Ist denn Meghan jetzt tatsächlich so ein Systemsprenger? Das heißt, ist sie tatsächlich die Person, die Harry verändert hat, seine Ernährungsgewohnheiten? Wir können auch Harry und Käthe sagen und Willi. Harry und Käthe und Harry, der Willi. Harry, Käthe und Willi, das war die WG. Das ist schön. Ja. Nein, aber ist sie tatsächlich, kann eine Partnerin eine solche Macht entwickeln, dass der Charakter des Mannes sich komplett ändert, denn nicht nur der Ernährungsplan? Ulla, ich glaube, das wissen wir beide. Also man kann das versuchen bei einem Mann, aber ich glaube, wenn du, ich meine, Harry war jetzt, wie alt ist er jetzt, 37?
er ist ja jetzt auch keine 19 mehr. Ja. Und ich glaube... Ja, gerade deshalb denke ich, dass ja, das meine ich auch. Glaube, weißt du, das meine ich auch. Die waren damals natürlich auch viel jünger. Ja. Und dann kommt da eine vierte Person rein, die da auf den Tisch hat. Nein, es ist ja bekannt, dass Megan ist Veganerin und sie macht ihr Yoga jeden Morgen und dass auch Prinz Harry dann seine Ernährung umgestellt hat und dann auch mit Yoga wohl angefangen hat und gewisse Dinge gemacht hat, um ihr natürlich auch zu gefallen. Und vielleicht findet das auch gut. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird er wieder in alte Gewohnheiten verfallen. Also das, glaube ich, wissen wir alle. Am Anfang einer Beziehung versucht man, wenn man total verliebt ist, und macht man das ja gerne. Man probiert auch neue Sachen aus und sie ist ja auch gegen Jagd. Er hat das natürlich von klein auf gelernt. Es war seine Leidenschaft. Und mit seinen Jungs... Gegen den Willen seiner Mutter. Ja, aber jetzt eben macht das, jetzt hat er aufgehört, jetzt ist er in L.A., klar, da ist das Leben sowieso ein anderes als in London, aber ich glaube eben, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Das heißt, die Ehe wird scheitern? Was ist deine Prognose? Ich wünsche es ihm nicht, ich hoffe, dass diese Ehe hält, also ich wünsche ihm, dass er glücklich ist, weil ich mag ihn, ich finde ihn einen coolen jungen Mann. Ja. Ich glaube, dass er im Moment auch der Meinung ist, dass er glücklich ist, aber ob das in 5 Jahren oder in 10 Jahren noch der Fall ist, weiß ich nicht. Also ich glaube auch, dass Amerika einfach auch was mit ihm macht. Also mit ihr nicht, aber mit ihr hat Amerika auch was gemacht. Das hat sie dann in England gemerkt. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, die beiden Frauen sind nicht ganz unschuldig. Also ich glaube, dass Käthe und Megan, die sind so unterschiedlich. Wobei ich glaube, die Karriere, Catherine, also sie ist ja auch eine Karrieristin. Ja. Also das ist sie ja schon und sie hat es ja auch auf einen dieser Prinzen, beziehungsweise ihre Familie hat es auf einen dieser Prinzen abgesehen, deswegen waren die auch alle auf der Schule. Und sie schlägt sich da sehr gut durch. Sie macht es großartig, ja, muss ich sagen. Die Engländer vergöttern Kate. Also sie haben aber dummerweise Megan auch vergöttert. Ja, und, aber Megan hat viele Fehler gemacht. Und, aber Megan war vom Volk sehr beliebt. Ja. Mehr beliebter als Kate, als Catherine, weil die so eine, weil die snobby ist, die ist... die ist mehr, zu der kann man aufschauen, und Megan war einfach eine von denen. Die war also halten wir fest, so. weil unsere... Sehe ich ganz anders. Sehe ich total anders. Wir diskutieren das noch aus. Ja. An dieser Stelle trinken wir erstmal eine kleine Tasse Tee, um es zu beruhigen, und diskutieren dann weiter ganz anders. Über das Leben der anderen. Also erstmal bis dahin vielen Dank, ihr zwei. Ob Megan...